Hui. So, das ist ziemlich wichtig. Ich habe nämlich die letzte Woche extrem augeöffnende Erlebnisse und Rückmeldungen gehabt und deswegen schaut meine Videos davor an mit dem, was ich euch jetzt sage, weil das ist wie eine Art Korrektur oder eine Art Realisation. Nicht nur eine Art, sondern das ist eine, ja, ja, in Englisch würde ich sagen, a reality check. So, und in ganz Kürze, ich habe letzte Woche Jesus und Mary getroffen und unter anderem Eloise und Tristan und Cornelius und andere auch noch und habe die Rückmeldung bekommen, dass es zwei Dinge gibt, die ich mich fokussieren kann. Das eine ist zu schauen, worüber ich wütend bin, was wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und schaut, was ich sage, eigentlich ziemlich offensichtlich ist, weil das ist da, wo jeder anfängt, aber ja, so wie Mary sagt, so bis man wirklich jemand, also man kann so viel anschauen und ich habe seit Dezember geguckt, aber bis man wirklich jemand trifft, der in einem liebevolleren Zustand, als man selber ist, ist es gar nicht so einfach, irgendwie das zu erkennen. Aber wenn ich jetzt sehe, gerade was das mit Wut angeht, dass ich schauen muss, worüber ich wütend bin, dass ich seit Anfang an immer wieder so darum so einen Bogen gemacht habe, so, ah, ich muss das nicht, ich will das nicht, ich bin da nicht. Und das hätte mich eigentlich, ich hätte es eigentlich auch schon wissen können, aber scheinbar muss ich den ganzen Weg von Europa nach Wilkesdale, Queensland, Australien machen, wo ich immer noch bin, um das zu erfahren. Und, aber es ist einfach auch was Besonderes, solche Menschen zu treffen, die ein Liebender sind, die einfach schon, ja, Quack, also ja, mehr Liebe in sich tragen. Ja, und das andere ist Selbstverantwortung. Das heißt, ich habe Jesus auch zwei ganz konkrete Sachen gefragt. So, war es gut, dass meine Eltern mich rausgeschmissen haben? Ja, war es. Wäre es besser für mich, irgendeinen Job zu machen, statt zu sagen, okay, der Job ist nicht gut genug, da kann ich meiner Leidenschaften folgen, das ist nicht gut genug. Das ist wahrscheinlich alles Ausreden und das ist irgendwie geil. Ich weiß, okay, schau, worüber ich wütend bin, was mich davon abhält, es zu fühlen und Selbstverantwortung zu übernehmen. Klar für meine Gefühle, aber einfach auch finanziell. Ich auf eigene Beine komme, dass ich lerne, keine Ahnung, ja, für mich zu sorgen auf jeder Ebene. Zum Beispiel wie heute Auto zu lernen, wie man ein Auto repariert. Und ja. Und Fähigkeiten lernen, die man braucht. Und nicht nur das mache, wo ich nur Lust drauf habe, sondern auch alles zu lieben, was zu was gehört, was ich gern machen will. Ja, also das würde ich sagen, ist es in Kürze auch. Und ja, vielleicht kurz so, wie es mir davor ging, war einfach, dass ich oft, und bin es immer noch, aber noch viel mehr so total verwirrt war, was ich gerade wirklich fühle, was ist das Gefühl? Und oft dachte ich, es ist Angst und aber nein, es geht darum, dass man sich, und darum geht es für die meisten und vor allem für scheinbar, Jesus hat sehr viel drüber geredet, für unsere, und nicht für jeden, der das will, ich habe das Gespräch ist aufgezeichnet, ich kann jedem diese Audiodatei schicken, wenn der es möchte, redet da sehr viel drüber, über unsere Generation und die kommende, die mir einfach extrem viel bekommen habe und sehr viel Forderungen und Rechtfertigung fühle, Dinge zu bekommen. Und das steht uns sehr im Weg. Umso glücklicher bin ich, das jetzt zu wissen und ja, und daran arbeiten zu können. Ja, und so vielleicht ganz in Kürze. Ich hatte eine ziemlich heftige Zeit, wo ich von zum Beispiel Tim und Matthew, ziemlich runtergedrückt wurde und das aufgenommen habe und mich selber ziemlich fertig gemacht habe. Und wie in so einer Schockstarre war für ein paar Wochen, wo ich bei einem anderen Freund bei Felix war, nachdem ich in Sydney angekommen bin. Aber ich hatte trotzdem in der Zeit dann irgendwie den Mut, als ich dann Cornelius' Blog gelesen habe, wo er über Scheiße redet, wie man Scheiße in Gold verwandelt, also in gute Erde mit einer Worm Farm, also wie nennt man das so? Worm, wo man halt das sammelt mit Mulch und das würde man das in gute Erde verwandeln und man dann
Pflanze sät. Auf jeden Fall habe ich dann einfach den Mut gehabt und Felix hatte die Nummer Cornelius anzurufen, der mich prompt eingeladen hat und es war mir, es war so cool mit ihm, es war so ein schöner Nachmittag. Und er hat auch dann gemeint, hey, schreib doch einfach dieses Mary und das habe ich gemacht. Und eigentlich wollte ich mit ihm über so, ich habe mich fast gar nicht getraut, aber ich wollte mit ihm über so, wie man Esser anbauen soll in der Zukunft und was die beste Möglichkeit ist in Rede. Im Endeffekt haben sie Mary und Jesus mich dann eingeladen, mit anderen, mit Felix und Tim und Matthew bei God's Way auf der Terrasse mitzuarbeiten und mehr oder weniger da, wo sie das alles zum Wasserhalter aufgebaut habe, Löcher buddeln, Samen reinschmeißen mit Mikroorganismen von Würmern und das mit Holzschnitzel abdecken. Und ich dachte so, ja, wenn ich für God's Way arbeite, das ist das ist das Beste, was geht, dann habe ich da voll Bock drauf. Die andere Sache will ich nicht machen, weil, ja, die sind nicht richtig perfekt und es geht besser und deswegen soll ich das nicht machen. Kam raus am zweiten Tag, meine Begeisterung ist doch nicht so groß, dass wenn ich wirklich kaputt bin und wenn ich wirklich irgendwie, wenn irgendwie was kommt, wo ich wütend werde und keinen Bock mehr habe, dass ich wirklich damit irgendwie das irgendwie verarbeite. So, ich habe dann tatsächlich einfach aufgehört mit Arbeiten. Ja, und da haben wir schon ein bisschen Rückmeldung bekommen und dann letzten Endes auch am nächsten Tag, wo wir noch zum Mittagessen eingeladen waren, was auch ziemlich cool war. Und davon ist eben diese Aufnahme, diese Sprachaufnahme, für jeden, der die möchte. Und ja, wie gesagt, wie Mary gesagt hat, wenn man jemanden trifft, der wirklich in einem besseren Seelezustand ist, ist einfach was anderes. Auch wenn ich jetzt merke, ich hätte es irgendwie alles auch selber rausfinden können, aber hätte ich auf jeden Fall, aber habe ich nicht. Und jetzt weiß ich es und jetzt kann ich da dran gehen. Und das gibt mir ziemlich. Also, ich bin da rausgegangen, dann Freitag vor einer Woche und es war so, wow. Es war so wirklich erhebend, so, ja, jetzt kann ich loslegen. Und wie geil wird es, wenn ich das alles packe, auch wenn ich auf eigene Beine stehe, wenn ich jetzt anfange, mein Zeug zu verarbeiten. Und ja. That's it for now. Aber es werden ein paar Sachen von mir folgen. Ciao.